bevor es zu Gruppenbildungen kommt. Vielleicht müssten wir, Sie haben es selbst angesprochen, wenn es, und jetzt ist vielleicht die Zeit dazu, um es dann auch zu tun, mal genauer hinzugucken, was gewaltverherrlichende Spiele angeht, was Ballerspiele angeht. Vielleicht muss man da zu einer Neubewertung kommen. Die Spielerszene, die ist viel zu groß, um zu sagen, jeder, der potenziell spielt, Ballerspiele spielt, ist auch ein Amokläufer. Aber wie umstritten und wie vielfältig die Spiele selbst sind, das zeigt das Baller-Klassikerspiel Counter-Strike. Counter-Strike Source. Unter anderem über dieses Spiel haben wir vor gut 2 Jahren nach dem Amoklauf von Emstetten berichtet. Es kann alleine oder mit anderen Teilnehmern über das Internet gespielt werden. Der Umschlag verspricht jede Menge Geballer. Damals entschieden wir uns, Ihnen die blutigen Szenen zu ersparen und beschrieben, was Sie als Spieler erleben würden. Sie können wählen. Wollen Sie Terrorist sein oder zur Elitetruppe gehören? Dann rennen Sie los, immer mit dem Maschinengewehr im Anschlag, durch Straßen, über Plätze oder durch leere Häuser. Und dann müssen Sie ballern, sonst sind Sie selbst dran. Blut spritzt, bleibt an den Wänden kleben, Sie steigen über die zerfetzte Leiche und warten auf den nächsten Feind. Das Spiel ist freigegeben ab 16 Jahren. Nach unserer Sendung im November 2006 erreichte uns viel Kritik. Die Gamer-Szene warf uns vor, falsch über das Spiel berichtet zu haben. Zitat: Anstatt ein paar Szenen aus den überaus blutigen Spielen zu zeigen, versucht man taktisch klug, den Zuschauern den bildlichen Eindruck eines solchen Spieles vorzuenthalten und greift stattdessen auf eine maßlos übertriebene Beschreibung zurück. Wir haben das Spiel heute erneut gekauft und gespielt. Und wir haben uns entschieden, Ihnen die entsprechenden Szenen doch zu zeigen, weil wir heute eine spätere Sendezeit haben. Hier kommen ungeschnittene 22 Sekunden Counter-Strike Source, damit Sie sich selbst ein Bild machen können. Westholt, bleiben Sie dabei, dass es hysterisch und überbewertend ist, wenn man kritisch über Counter-Strike berichtet und die Frage stellt, wer sowas oft spielt, hat ein anderes Verhältnis zur Gewalt? Ich finde, man hat ein absolutes Recht dazu, kritisch über solche Spiele zu berichten. Das tue ich auch täglich, wenn ich mir solche Spiele angucke und dafür verantwortlich bin, Bewertungen abzugeben über Computerspiele. Wie bewerten Sie das, was Sie gerade gesehen haben? Das ist in erster Linie eine Geschmackssache. Es ist durchaus fragwürdig, darüber zu streiten, finde ich auch in Ordnung, zu sagen, ob so ein Spiel ab 16 Jahren freigegeben werden sollte oder ob das vielleicht eher ab 18 freigegeben werden sollte. Die meisten Spiele dieser Art, möchte ich direkt gern dazu sagen, sind ab 18 Jahre freigegeben und nicht ab 16 Jahre. Ja. Die meisten sind ab 18 freigegeben. Dieses ist ab 16 freigegeben. Darüber darf man sicherlich streiten. Was ist daran Geschmackssache? Es ist Geschmackssache, ob man sowas sich anschauen möchte oder nicht. Nehmen Sie beispielsweise einen Tarantino-Film, der im Kino gezeigt wird. Nehmen Sie Kill Bill 1 und 2. Da werden also massenhaft... Das ist völlig anderes. Da ist man Zuschauer, da ist man nicht Akteur. Aber letzten Endes doch darum, sich diese Gewaltszenen letzten Endes selbst zuführen zu können. So. Nein. Und ich finde es natürlich, es ist vollkommen, wenn so ein Spiel wie Counter-Strike beispielsweise ab 18 Jahren freigegeben ist und es Erwachsenenunterhaltung ist, hat jeder Erwachsene das absolute Recht, sich zu überlegen, ob er so etwas spielen möchte oder nicht. Richtig. Deswegen sage ich, ob so ein Spiel USK 16 sein darf oder ab 18 sein sollte. Darüber kann man natürlich streiten. Aber nicht um die Frage, ob generell solche Spiele verboten werden sollten. Verbot bringt überhaupt gar nichts. Da reden wir auch gar nicht. Aber etwas Herr Pfeiffer, bevor Sie antworten, ich würde Herrn Strutzek gerade gerne fragen. Spielen Sie Counter-Strike? Ich spiele Counter-Strike, aber eine ältere Version. Ich spiele die sogenannte Version 1.6. Das ist letztlich der Vorläufer. Es lief in der ersten Version. Ich habe in der ganzen Zeit, die ich Counter-Strike gespielt habe, nicht mit Blut zu tun gehabt. Außer in der Endphase, wo dann es dann durch Versionen, durch neuere Versionen halt auch Blut gab. Es gab dann, wenn jemand gestorben war, gelbe Flecken an der Wand, wobei ich wirklich sagen muss, sie waren gelb. Sie erinnern mich gerade an einen Politiker, der sagt, ich habe Haschisch geraucht, aber nicht inhaliert. Genau. Nein, so will ich das nicht sagen. Also ich
würde auch Counter Strike Source spielen, wenn ich jetzt eine neue Version hätte, wenn sich jetzt für mich sagen würde. Nein, aber ich finde, es lohnt sich für mich nicht. Ich habe die alte Version, ich spiele die alte Version gerne und wenn Sie an Ihre Freunde oder Mitschüler denken, ich will es einfach mal sehen, ob die These stimmt, wie weit verbreitet das ist und wie normal es ist und wie weit von einem Amoklauf. Wie normal ist es, Counter-Strike zu spielen? Wie normal ist es, Counter-Strike zu spielen? Okay, wenn ich mir meine Klasse anschaue oder meine ehemalige Klasse und mir überlege, ich habe da 16 Jungs drin. Mhm. Von diesen 16 Jungs behaupte ich, hat jeder schon Counter-Strike gespielt, jeder schon länger. Und ich behaupte, jeder von denen hat auch schon länger als 12 Stunden am Stück dieses Spiel gespielt, auf irgendwelchen Veranstaltungen. Mhm. Und das kann ich durchaus sagen, weil ich da durchaus auch bei war. Mhm. Bei den Mädchen ist es in meiner Klasse weniger gewesen, aber ich kenne auch Mädchen, die Counter-Strike spielen. Also es ist jetzt nicht irgendwie... Nur um abzurunden, von allen also Freunden ist niemand zum Amokläufer geworden und es gibt auch keine Gewaltprobleme an Ihrer Schule, nur um das auch mal klarzustellen. Nein, aber spielen tut es jeder. Spielen tut es jeder, es kommt darauf an, wohl wer es spielt, Herr Pfeiffer. Richtig. So ein sozial gefestigter Schülersprecher, na, Ihnen passiert natürlich nichts, wenn Sie so etwas spielen. Aber einer, der labil ist, wackelig, labil ist, angeschlagen ist, kein starkes Selbstbewusstsein hat, der orientiert sich an den Macho-Vorbildern, an den Kämpferrollen und auf einmal werden sie Teil seiner Rollenverständnisse, wie man ich stark als Mann überzeugen kann. Und die amerikanische Armee nutzt es ja gezielt als Desensibilisierungsprogramm, damit Soldaten effektiv schießen können, effektiv töten können. Die haben Nachweise dafür in Amerika gefunden, dass die Tötungsbereitschaft, die Tötungsfähigkeit von Soldaten sich von 35% auf 75% steigert, wenn man systematisch immer wieder sich selber dem aussetzt. Und Neurobiologen haben herausgefunden, die können ja inzwischen Mitleid identifizieren im Kopf und die Stärke der Hirnströme messen. Wenn man Menschen, nachdem sie brutalste Spiele gespielt haben und andere, die einen Film geguckt haben, ähnlich brutal, wenn man sie dann betrachtet, nachdem sie reale Gewalt gesehen haben, so eine Szene wie U-Bahn München, dass dann plötzlich die Sensibilität reduziert ist bei den aktiven Spielern, nicht aber bei den Filmguckern. Nicht überraschend, weil man ja selber in der Rolle des Kämpfenden ist. Also von daher, bei den labilen Gefährdeten ist das eben nicht so unproblematisch wie bei den gut gefestigten mittelschichtsjungen Männern, die Erfolg im Leben haben, Anerkennung spüren und nicht verunsichert sind. Und unser Täter hier hat angeblich, so hat es mir heute ein Journalist gesagt, zu berichten, dass die Schüler massiv sich diesen Spielreizen täglich ausgesetzt, dann wäre es vielleicht doch der Fall, sich gegenseitig berichtet auch negativ die Süddeutsche Zeitung. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, genau. Das auch Herr Westholz immer noch Geschmackssache. Damit sind wir aber jetzt wirklich bei der berühmten schuldigen Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Das wird seit Jahren gemacht. Wird erstmal geguckt. Man hat fast das Gefühl, dass von Seiten der Politik geguckt wird und nahezu gehofft wird. Hoffentlich hatte der Counter-Strike auf dem Rechner. Gott sei Dank, dann haben wir endlich irgendwas, wo wir sagen können, oh ja, der Junge hat Counter-Strike gespielt. Da haben wir endlich einen Grund dafür, warum der in seine ehemalige Schule gelaufen ist und Menschen erschossen hat. Und das ist genau der Punkt, an dem ich sage, das ist gegenüber Millionen von Menschen, wie zum Beispiel er, wie andere, die dieses Spiel spielen, die auch andere Spiele spielen. Es gibt ja um Himmels Willen nicht nur Counter-Strike. Es gibt Millionen von Spielern, die Spiele spielen, die im Bereich Action-Shooter liegen. Die gehen ganz unbescholten durchs Leben. Ich habe selbst LAN-Partys reportiert. Ich war mehrere Tage auf mehreren LAN-Partys. Ich will das so sagen, dass da mehrere hundert Menschen, weil viele Menschen, Sie wissen das vielleicht, sagen Sie mal kurz, aber viele Zuschauer wissen das nicht. Eine LAN-Party ist eine Veranstaltung, da treffen sich mehrere hundert Menschen meist. Man kann sagen, regelrecht zusammengefercht in einer Turnhalle. Da werden Reihen von Tischen aufgestellt, an denen sind PCs, da sitzen Menschen dran und spielen mit und gegeneinander Computerspiele. So, und Counter-Strike ist ein klassisches Turnierspiel. Es wird auf vielen dieser LAN-Partys gespielt, natürlich mit einer festgeschriebenen Altersgrenze. Da dürfen keine 14-Jährigen mitspielen, ist ja logisch. Und ich habe das reportiert. Ich war mehrere Tage mit diesen jungen Menschen zusammen, mehrere hundert, fast nur Jungs. Die haben pro Nacht 3 Stunden geschlafen, waren also Extremsituationen ausgesetzt. Und es gab nicht eine einzige Konfliktsituation. Diese Menschen haben Spaß zusammen gehabt. Herr Bosper. Aber es wird generell gerne mal so dargestellt, dass ein Computerspiel einen Grund dafür ist, dass ein junger Mensch seinem Amokläufer wird. Es ist ein Belastungsfaktor. Und das finde ich nicht in Ordnung. Ja, deswegen wird es ja auch nicht gemacht. Auch Professor Pfeiffer hat nicht gesagt, wer sich ständig und auch intensiv mit gewaltverherrlichenden Videospielen beschäftigt, der begeht später selbst eine Gewalttat. Hat er überhaupt nicht gesagt. Aber es ist ein fundamentaler Unterschied, ob ich mir einen Film ansehe mit brutalen Gewaltdarstellungen, Sie haben ja gerade einen genannt,
oder ob ich selber einsteige in ein Videospiel.